Fakteneintopf. 5 Fakten aus der fabelhaften Welt der Zutaten. Heute Tortellini. Was haben Tortellini mit der Liebe zu tun? Und warum schwimmen Tortellini oben, wenn sie gar sind? Das Wort Tortellini ist italienisch und heißt übersetzt kleine Kuchen. Die Nudeln sollen dem Bauchnabel von Venus nachempfunden sein. Einer Legende zufolge übernachtete die Göttin der Liebe in einem Wirtshaus in Castelfranco Emilia. Der Koch soll durch das Schlüsselloch ihres Zimmers einen Blick auf ihren Bauchnabel erhascht haben und ihm zu Ehren die Tortellini erfunden haben. Traditionell wurden Tortellini als Suppeneinlage verwendet. Die ganz kleinen Tortellini mit Fleisch gefüllt heißen Cappelletti und finden sich bis heute in der Suppe. Die mittleren Tortellini werden mit unterschiedlichen Zutaten gefüllt. Fleisch, Käse, Pilze oder Gemüse. Sie werden in der Regel mit Soßen serviert, manchmal in der Brühe. Tortelloni haben einen Durchmesser von ca. 3 bis 4 cm und werden mit Ricotta und manchmal auch Gemüse gefüllt. Sie werden in der Regel mit Soßen serviert. Der Teig der Tortellini ist mit winzigen Luftporen durchsetzt. Wirft man sie ins Wasser, dringt es in die Poren, die enthaltene Stärke nimmt im kalten Zustand das Wasser auf und die Nudeln sinken auf den Boden. Beim Kochen wird die Stärke fest und gibt Wasser ab, wird somit leichter. Zugleich wird die im Teig enthaltene Luft eingeschlossen. Dadurch steigen die gekochten Tortellini an die Oberfläche.